Wecker piept, ich stehe auf und springe in die Dusche. Natürlich ist das Duschgel leer, weil ich es nie austausche. Das Toast in der Hand, da ist der Ahne gebrannt und der Kaffee schmeckt beschissen. Zudem ist mir gestern beim Barbecue mein Hemd total zerrissen. Ich sitze hier und schwitze schier bei 40 Grad im Schatten und habe echt keinen Bock auf diesen Tag. Doch ich mach weiter, weiter, ich mache einfach weiter. Ich kann ja nichts verlieren heute, es kann nur besser werden. Denn wenn ich scheiter, scheiter, dann bleib ich Außenseiter. Drum lohnt es sich, betont es nicht das Schlechtere, wenn ich's nochmal probier. Ohne Haustierleben fand ich schon immer blöd. Drum kuf ich ein Karnickel, das lief dann frei durchs Zimmer. Doch Leckerli für Leckerli wurde sein Verhalten schlimmer. Es mümmelte und krümmelte direkt auf meinen Boden. Ich sag ihm ständig, dass es nicht so krümmeln soll. Doch es macht weiter, weiter, es mümmelt einfach weiter. Den Teppich schlepp ich, lepp ich schon zum Fenster jeden Tag. Vielleicht wär's gescheiter, scheiter, ich spielte Bauarbeiter und baute einen Käfig für den Mümmelmann, dass er Manieren lernt. Und heut benimmt mein Karnickel sich, sonst kriegt es den Pumpernickel nicht. Der Tag neigt sich dem Ende zu, letztendlich war's okay. Das Kind im Fernseher sagt, wickel mich, wobei der Wickeln im Zwickel glich. Die Sendung heißt Die Müllers in Bombay. Ich glaub, ich schalte weiter, weiter. Ich glaub, das wär gescheiter. Ich möchte nicht riskieren, dass mir Hirn genommen wird. Ich glaub, der Leiter, Leiter, der Funkanstaltsarbeiter sollte echt mal überdenken, ob man in jedem Fall weitermachen muss.